Es war einmal ein kleines Entchen und das war so eifrig, dass es bei allen als das eifrige Entchen Emil bekannt war. Es war der erste Tag der Osterferien. So langsam wurde das Wetter wärmer und die Natur erholte sich vom kalten Winter. Die Vögel zwitscherten und Emils ganze Familie war im Hüttchen versammelt. Allesamt steckten schon eifrig in den Ostervorbereitungen, denn das diesjährige Osterfest sollte ein ganz besonderes werden. Der Papa flitzte eilig in der Küche hin und her, um noch schnell die letzten Zutaten für das selbstgemachte Osterbrot zusammenzusuchen, während die Mama die Osterglocken und Krokusse im Garten goss. Emils Geschwister Erika, Ellie und Eduard waren gerade dabei, enthusiastisch Fang zu spielen, als Emil erfreut sein Köpfchen durch das Fenster steckte, um sie zum Eierbemalen reinzurufen. Daraufhin eilten die kleinen Entchen gemeinsam in Richtung Küche. Eduard schnappte sich die Farben, Erika holte die Pinsel aus dem Schrank und Emil griff nach dem Eierkörbchen. Klein Ellie tapste planlos hinter ihren Geschwistern her. Als alles auf dem Tisch hergerichtet war, machten sie sich freudig an die Arbeit. Doch Ellie war etwas zu eifrig und ihr kleiner Flügel plumpste beim Griff nach dem Pinsel in die rote Farbe. Doch davon ließ sie sich nicht beirren und nach einer ausgiebigen Malstunde hatten sie einen riesigen Korb bunter bemalter Eier. Jetzt war alles bereit für den morgigen Ostersonntag. Als am Abend alle Entchen im Bett waren, schloss Emil seine Äuglein und träumte voller Vorfreude von der bevorstehenden Ostereiersuche. Noch bevor Emil seine Augen am nächsten Morgen wieder öffnete, hörte er bereits ein lautes Patschen im Flur. Er flitzte aus der Tür und sah, wie Erika, Eduard und Ellie sich ihre Körbchen schnappen und in den Garten rasten. Oh nein, er wollte doch der Erste sein! Schnell griff auch Emil nach seinem Korb und folgte den anderen. Erika, Eduard und Ellie waren bereits eifrig dabei, zahlreiche Schokoladeneier zu sammeln. Eduards Körbchen war schon bis zum Rand gefüllt, als er sich bückte, um noch zwei weitere Eier aufzuheben. Das empörte Emil. Das könnte doch nicht wahr sein. Bald war gar keine Schokolade mehr für ihn übrig. Entschlossen sauste er durch den Garten. Doch egal, wo er suchte, er konnte kein einziges Ei mehr erblicken. Das machte Emil ganz traurig. Enttäuscht hockte Emil ins Gras und schlang seine Flügel um seine Knie. So hatte er sich den Tag aber nicht vorgestellt. Emil hatte die Suche aufgegeben und wollte sich gerade auf den Weg zurück ins Hüttchen machen, da erregte etwas seine Aufmerksamkeit. Unter der Rutsche entdeckte Emil ein kleines braunes Nest. Nanu, was war denn das? Neugierig tapste er näher und lugte unter die Rutsche. Er konnte gar nicht glauben, was da vor ihm lag. Es war ein Ei, aber viel größer als jedes der Schokoladeneier, die Eduard, Erika und Ellie bereits gesammelt hatten. Er nahm es vorsichtig aus dem Nest und betrachtete es ungläubig mit großen Augen. Endlich hatte auch Emil was gefunden. Stolz machte er sich auf den Weg, um das Ei in sein Körbchen zu bringen, doch er kam nicht weit. Seine Geschwister erblickten das Riesenei in Emils Flügeln und rannten auf ihn zu. Obwohl alle drei von ihnen bereits einen großen Korb voll mit Schokoeiern hatten, fanden sie es nicht fair, dass Emil dieses besondere Ei bekommen sollte. Eduard fing als erster an und riss das Ei an sich. Erika wollte das Ei aber auch haben und stellte ihm ein Beinchen. Er purzelte über Erikas Füßchen und landete auf seinem Popöchen. Alle hielten erschrocken den Atem an, doch Eduard hielt das Ei fest umschlossen in seinen Flügeln. Daraufhin ging das Gekeife erst richtig los und sie wurden immer lauter. Das wütende Geschnatter ließ die Mutter aufhorchen. Mit schnellen Schritten watschelte sie nach draußen und konnte nicht fassen, was sie da sah. Sofort ging sie dazwischen und nahm das Ei an sich. Frustriert guckten die Geschwister sie an und wollten wissen, was es damit auf sich hatte. Sie machte sich mit dem Ei in Richtung Hüttchen auf den Weg und bedeutete ihren Kindern, ihr zu folgen. Verdutzt patschten die vier kleinen Enten ihr hinterher. Drinnen versammelten sie sich alle im Wohnzimmer. Erwartungsvoll schauten 8 Entenaugen die Mama und den Papa, der mittlerweile auch dazu gestoßen war, an. Die Mama erzählte, dass der Osterhase dieses Jahr eine ganz besondere Überraschung für sie hatte. Dieses Ei war kein normales Ei und es gab einen Grund, warum sie damit vorsichtig sein mussten. Da platzte der Vater mit der Neuigkeit heraus. Sie würden ein neues Schwesterchen bekommen. Damit hatte niemand gerechnet. Begeistert fielen sie sich alle in die Flügel und der Ärger um die Schokoeier war vergessen. Dieses Geschenk war so viel mehr wert. Emil konnte es gar nicht erwarten, Entchen Efi bald kennenzulernen.